Hey Leute, seid ihr auch schon wieder mit dabei? Hey Leute, ich würde sagen, nehmen wir mal los. Ich grüße natürlich wieder standesgemäß bei 1, 2, 3. Schaa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 
Ja, und er wollte eigentlich zunächst mitkommen bei der zweiten Etappe auf den Rheinsteig. Und für uns jetzt hier vorne erstmal weiter entlang. Klein bisschen kenne ich die Gegend hier, weil ich auf dem Mountainbike entlang gefahren bin. Ja Leute, kleine alpische lohnt sich immer hier auf den Rheinsteig zu machen. Hier war es ja aber schon gewesen mit Nico zuletzt. Im Sommer. Unter uns ist der sogenannte Dornheckensee. In der Nähe auch von dem Blauen See. Und von hier hat man auch einen schönen Blick auf Bonn. Leute, unter uns könnt ihr zwar kaum sehen, liegt der Blaue See. Da oben war ich auch schon gewesen. Aber ich komme hier auch näher nicht ran, weil es hier direkt runter geht. Hier unten könnt ihr vielleicht das Wasser ein bisschen sehen. Da ist der Blaue See. Ganz unten gibt es einen Weg, wo man zum Blauen See direkt hinkommt. Und hier sind Felsen überall. Um den Blauen See herum stehe ich ganz oben bei des Blauen Sees. Ich muss sagen, bis jetzt ist die erste relativ locker für mich. Ich meine, die anderen Etappen kenne ich ja schon, ne? Bis auf die zweite und die Hälfte der dritten Etappe. Ja, der Rheinsteig ist echt sehr fordernd, gewissen Etappen. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber ich kann euch nur empfehlen, den Rheinsteig von der ersten Etappe zu laufen bis zur letzten. Man hat echt extrem viele super schöne Ausblicke. Man hat Klettersteige, ein absoluter Top-Wanderweg. Kann ich nur empfehlen. Also mich hat der echt total begeistert, meine Wanderleidenschaft richtig entfacht und noch viel mehr verstärkt. Ich bin auch den Rheinsteig nicht alleine gelaufen, zum Teil. Ich bin glaube ich bei 3 Etappen mit Wolf Sven gelaufen. Ich glaube war die 12., 13. Etappe und noch eine, wo ich nicht drauf komme. Das ist echt eine top Wanderlocation, der Rheinsteig, Leute. Und jetzt hier vorne erstmal nach einem leichten Anstieg weiterhin nach oben. Ja, Leute, wir laufen gerade auf das erste Highlight der ersten Etappe zu. Hier war ich schon mit einem Mountainbike gewesen, hier oben. Ist so eine kleine Plattform, wo man schön ausgenießen kann. Sollte ein bisschen spindelfrei sein hier oben, Leute. Ja, hier oben hat man erstmal einen schönen Blick auf Siebengebirge hier im Hintergrund. Man hat noch schönen Rundumblick. Gut, hier vorne auch zwar der Rundumblick ein bisschen stört durch die Bäume, aber ist auch nicht so schlimm, Leute. Leute, so sieht der Rheinsteig die Wegmarkierung aus. Die ist im Grunde eigentlich schon mal in hellblau oder in dunkelblau gehalten. Und so kann man halt den Rheinsteig am besten folgen. Es gibt den auch noch in orange. Das ist aber dann der Zuweg zum Rheinsteig oder der Abweg. Wenn man zum Beispiel eine Tour anfängt, gibt man zuerst einen Zuweg nach oben. Dann ist der Weg in orange gehalten. Oder wenn man ihn abgeht, ist er auch ebenfalls in orange gehalten. Also in hell und dunkelblau sind die offiziellen Rheinhauptwege dann. Für Leute, die es halt noch nicht wissen bisher, die nur den Rheinsteig kennen, aber ich denke, die meisten Menschen wissen ja, wie der Rheinsteig, die Wegmarkierung aussieht. Jetzt geht es erstmal wieder, nachdem wir ein Stück bergab, bergauf gegangen sind, Leute, geht es ja bergab. Für uns dann erstmal, Leute. Ja, Leute, die beiden Bäume hier finde ich gerade sehr interessant. Die haben hier einen ganz dicken Stamm hier. Ja. Und da gehen hier echt verschiedene kleine Stämme nach oben hier vom Baum. Das ist echt sehr interessant. Kann man sehen, bei der Natur auch ja solche Bäume entstehen lassen kann. Auf jeden Fall echt selten. Ja, und hier ist noch so einer, der ist ja nicht so wie der hier, aber ja, ungefähr in der Richtung sieht der auch so aus. Ja, hier sind ja zwei sehr außergewöhnliche Bäume, wie ich das finde. Und da auch.
Und hier sehen wieder die Bäume ganz normal aus. In dem Bereich ist echt schon interessant, was die Natur für verschiedene Facetten hat doch. Leute, vor uns liegen jetzt noch ca. 12 Kilometer bis nach Königs Winter. Hier geht es wieder berg hinauf, das ist typisch im Rheinsteig. Da geht es berg runter und berg wieder rauf. Ja, ich muss sagen, bis jetzt ist die Etappe okay. Hab bisher noch nicht so viele Highlights gehabt. Ich bin mal gespannt, ob ich noch irgendwelche Highlights bekommen werde auf dem Rheinsteig, die erste Etappe. Bleibt natürlich abzuwarten. Vor uns geht es hier erstmal wieder ein Stück nach oben. Ja, was auch typisch ist für den Rheinsteig, sind Weinberge. Die begleiten einen von der ersten Etappe bis zur 21. Etappe zum größten Teil. Hat man auch immer so schöne Blöcke. Den, den wir gerade gemeinsam hier erleben dürfen. Ja, das treffen wir heute auch erstmal auf der Etappe auf einen kleinen Waldbach, der hier entlang fließt. Leute, die Wegweiser bei der ersten Etappe sind hauptsächlich so ein Stein hier, wie ihr gerade sehen könnt. Und so sehen die aus, dann, wie es dann weitergeht. Für uns kriegen wir dann noch 2,9 Kilometer. Der Petersberg ist von hier noch 1,5 Kilometer entfernt. So könnt ihr auch mal sehen, wie die Hebelkennhinweise aussehen von der ersten Etappe. Jetzt gehen wir einen kleinen, schmalen Matschweg nach oben Richtung Petersberg. Petersberg kenne ich auch schon von einer Mountainbike-Tour, da hat man echt eine grandiose Aussicht. Ja, Richtung Petersberg kommen wir zum Kreuz, wo man innehalten kann, kurz mal. Leute, die Gläube sind, können ja auch ein bisschen eine Runde beten. Ah, die deckt sogar wieder einen Stein. Das ist das kein Wanderstein, den ich schon offen gedeckt habe. Ich werde schon mal hier liegen lassen. Weil auf dem Rheinsteig fing ja meine Wandersteinsammlung an. Ich weiß noch nicht, bei welcher Etappe, aber auf jeden Fall habe ich bei einer der Etappen einen sogenannten Wanderstein entdeckt. Und immer wieder beim Rheinsteig, bei anderen Touren, sei es Mountainbike-Touren oder Gelbohr, habe ich immer wieder Wandersteine entdeckt, die mitgenommen und weiter durch die Landschaft getragen und wieder irgendwo abgelegt für den anderen Wanderer. Vor uns geht es hier vorne erstmal weiter hinauf. Ja, zum Petersberg. Fühlt mich ein guter, steiler Anstieg nach oben. Immer weiter nach oben. Mal gucken, wann ich oben angekommen bin. Ja, hier hat man ein Schild zum Petersberg. Da gehe ich auch erstmal hin. Schauen wir uns das Ganze doch nochmal an. Ja, hier im Hintergrund haben wir das Petersberg Hotel und Restaurant. Ich glaube, hier haben wir uns auch schon mal die G8 getroffen. Und wir sind auch oft Treffen von Regierungen so halt. Da lohnt sich das auch hier oben. Denke ich mal. Ja, wie man hier sehen kann, der Petersberg hat auch einen Biergarten, wo man im Frühling und im Sommer nächstes Jahr auf ist. Auch schön sitzen kann. Ja, und die herrliche Aussicht genießen kann. Hier unterhalb wäre dann der Biergarten zu sehen. Steckt man im Frühling oder im Sommer ist auch alles hier voller Bänken besetzt und mit jeden Mengen Leuten, die dann von hier oben aus die Aussicht genießen können. Ja, ich werde jetzt wieder zurückkehren zum Rheinsteig und mich auf die letzten paar Kilometer begeben. Also Petersberg ist immer eine Reise wert.
Man kann auch hier ein Auto fahren und hier oben parken. Weil wie ich jetzt die erste Etappe am Weinsteig vorbei wandern. Ist auf jeden Fall echt eine Top-Location, Leute. Für uns jetzt hier vorne erstmal weiter entlang des Rheinsteiges. Im Bereich, in dem ich gerade befinde, ist alles auf Video überwacht. Aber ich habe an der anderen Seite vom Petersberg meinen Blick. Sagen, es lohnt sich doch mal die Aussicht von hier oben. Leute, hier geht's weiter. Komischerweise sind auf einmal 8,7 Kilometer. Ich glaube, eben war es auf dem letzten Felsen Richtung Königsmitte nur 2,3 Kilometer. Das sind 8,7 Kilometer. Seltsam. Aber kann mir egal sein, ob es 7,8 oder 2,3 noch laufen muss durch den Königswinter. Ist halt so, ne? Ich bin das ja gewohnt, das war dann und so halt. Und von der Fitness her, mache ich das locker, Leute. Dann laufen halt doch ein bisschen mehr, Leute. Mal gucken, wie viel ich am Ende drauf habe. Ob ich so viel 22 Kilometer habe, oder doch mehr als 22 Kilometer. Bin ich mal gespannt am Ende bei Komoot zu gucken. Ja, Zeit um Rundenwende im Petersberg. Hier unten ist die Straße, die diesen Petersberg hinaufführt. Die bin ich von dem Mountainberg runtergerasen. Das macht einen mega Spaß, da runter zu brettern im Mountainberg, Leute. Ja, Leute, jetzt sind hier auf plötzlich 2,6 Kilometer bis zum Königswinter. Oh, hier ist auch wieder so ein Wanderstein. So einen werde ich mitnehmen jetzt. Genauso einer kann man es noch kaum erkennen. Hier steht Facebook und sowas und die soll man mitnehmen. Das ist ein Wanderstein. Und wir haben es auslegen. Also die unglaubliche Geschichte der Wandersteingeschichte von 1, 2, 3 Scharen unterwegs geht weiter. Hey, wann bin ich da gekommen? Hä? Aber doch nicht? Ne, von da bin ich nicht gekommen. Obwohl, jetzt hier ist genau so ein Tor wie da eben auch. Nein, nein, von da kann ich nicht gekommen sein. Leute, wie ihr sehen könnt, bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Weil, ne, das ist ein anderes Tor. Ja. Durch so ein Tor bin ich auch eben gegangen. Kurz vor Burg. Diesen Petersberg, besser gesagt. Ja, okay, ich bin doch auf dem richtigen Weg. Ich dachte gerade, hä? Kann doch irgendwie nicht sein. Jetzt muss ich hier runter. Okay. Ja, Leute, hier kommt man zu. Ich hab den Tor hoch. Ja, zum nächsten Punkt. Ist doch noch schlecht zu erkennen. Das ist auch so ein Kreuz hier. Ich würde sagen, ich lege einfach den Wanderstein mal ab. Am besten so hier direkt. Kann der nächste diesen Wanderstein gerne sich doch mitnehmen. So, gehen wir nochmal weiter. Hier herunter. Ja, Leute, ich muss jetzt einen kleinen Umweg, oder gehe gerade aktuell bei einem kleinen Umweg. Ich kann gerade den Rheinsteig, den ich eigentlich lang gehen wollte, weiterhin hin und runter nicht folgen. Da der Bereich gerade abgesperrt war, warum auch immer, stand momentan durchgehend verboten. Da habe ich einen anderen Weg versucht zu gehen, der wird mich weiter wegführen. Bin dann zurückgegangen und habe jetzt einen anderen Weg eingeschlagen, der theoretisch runterführen müsste nach Königswinter jetzt. Hau ich doch mal. Da gehe ich von aus, meine Kürze liegt bergab. Die Straße habe ich im Blick, also muss ich auch runtergehen, Leute. Der Weg wird hier relativ schmal. Ist hier in dem Bereich und gut. Und geht gut bergab. Ja, Leute, den Weg, den ich gerade runtergehe, sind überall diese Kreuzdenkmaler, nenne ich einfach mal. Was genau, ich weiß auch nicht. Auf dem ganzen Weg sind sie. Ja, Denkmaler mit den Leuten, die was hinterlassen haben. Genaue Bedeutung, so aus altdeutscher Schrift. Zu sehen kann man zwar noch kaum entziffern. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie lesen könnt, aber es ist echt schwer zu entziffern. Was sie genau hier oben machen, kein Plan, Leute. Ich gehe noch weiter mal hier runter. Ja, und hier befinden sich Mauerreste und alte Treppe. Vielleicht war hier mal ein Gebäude irgendwas in der Richtung am Stehen. Ich kann echt nicht sagen, was man hier war. Das ist schon
Im Zeltzimmer von. Man kann es aber lohnen, dass man einen Umweg gehen muss, beziehungsweise sich irgendwie verlaufen hat. Man muss erst mal gucken, wie ich hier weiterkomme, Leute. Ist doch scheiße, dass ich hier oben einen Umweg gehen muss, ey. Ich bin komplett woanders gelandet, Leute. Seltsam. Ah, egal. Ich werde schon einen Weg finden, Leute. Ich habe jetzt eine Höhlengang gefunden. Da kommt so eine komische Wärme hoch. Aber wo das hinführt, kann ich euch echt nicht sagen. Und da steigt so ein leichter, ja, Wärme hoch. Ich würde zwar gerne da runtergehen, aber allein ist was riskant. Und auch Steine und alles, ob das mich halt nicht runternehmen würde. Auf ein krasser Fund, Leute. Hey Leute, als ich hier oben die Petersburg heruntergegangen bin, muss ich hier einen Umweg gehen, da ein Teil vom Rheinstück gesperrt war. Ja, der Umweg hat mich ja in die Irre geführt. Ich habe den Weg runtergefunden, nach Königswinter jetzt. Aber durch diesen Umweg habe ich ein kleines Lost Place entdecken können und so einen seltsamen Tunneleingang, wo Wärme rauskam. Ach, das war keine Ahnung, Leute. Im Großen und Ganzen hat die erste Etappe mega Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die zweite Etappe und natürlich auch auf die letzte, die Hälfte der dritten Etappe vom Rheinsteig. Damit würde ich den Rheinsteig komplett beenden. Ja Leute, ich gehe jetzt zum Bahnhof, sind auf 505 Meter die Chab. Hier vorne sind schon ein paar Güterzüge und hier vorne liegt auch irgendwo in der Nähe der Bahnhof. Ich würde einfach sagen, sehen wir uns demnächst wieder, wenn ich für euch und für mich heißt 1, 2, 3, Schaan unterwegs. Voller Power, voller Kraft und voller Energie war ich heute mal wieder unterwegs. Was auch immer. Thank you.